Der Nagas einziger Lebenszweck ist es, Macht zu erwerben und scheiß Rätsel zu erstellen. Sie sind wütend, aggressiv und fast unverwundbar. Aufgrund ihrer großen Zahl sind sie in der Lage, jede Beute schnell zu überwinden. Mit Hilfe der Riesenschlangen, die ihnen dienten, zerstörten sie alles in ihrem Weg. Das war vor Tausenden von Jahren. Ah, okay. Nehmen wir mal die Karte, dann gehen wir hier hin zum Markt und können jetzt hier unsere Säure einfüllen. Und jetzt steckt dein Kopf da rein. Oh. Ich habe ein ungewöhnliches Versteck. Ja, halt die Fresse, ist mir egal. Apfelblau, Widdergrün, Keilerrot. Apfelblau, Widdergrün, Keilerrot. Bäm. Oh, Scheiße hier. Aggressiv bei. Jetzt habe ich den verfickten letzten Steinstab. Kann hier zur Spitze gehen. Ja, ja. Nimm den Steinstab und steck ihn da rein. Es fehlen keine Teile mehr, du Punz. So. Bäm auf ihren Kopf. Schade. Rum. Luftelement. Das ist gerade wirklich ein kurzer Cliffhanger, als das Vierer herabgestürzt ist, wo dann... Naja. Das Luftelement, ich kann kaum glauben, dass ich noch lebe. Mein Leben hat sich von meinen Augen abgespult, als die Schlange auf mich zukam. Gott sei Dank tauchte da der Priester auf. Den du nicht mal nach seinem Namen gefragt hast. Eine Sekunde später und ich wäre tot gewesen. Dank ihm atme ich noch und habe das erste Artefakt, das Luftelement. Kann ich das hier irgendwo einsetzen? Geh weg. Nope. Nope. Wo gehe ich denn hin? Ach so, hier. Wer bist du denn? Hello, Kate. My name is Neshtasa. I'm the Oracle. Gabriel so. Summoned me to this reality to solve the mystery of the artifacts you're collecting. Ach so, we okay. Know they'll save the world, but we don't know anything about the stranger. I'm interested in learning more about him, though, as I rarely meet someone with the same spiritual power as me. Until then, take this key. Sammy made it for you. Danke. So, das ist meine Kristallkugel zu schauen. Ich könnte das nicht sehen, was ich nicht sehen sollte. Das ist mir genau. Der Schasse hat mir den zweiten Schlüssel, den Sammy gemacht hat, gegeben. Ein weiteres Abenteuer liegt vor uns. Okay. Ihr könnt ja gerade den anderen Rest lesen. Ich habe gerade. Ein kleines Motivationstief aus komischen Gründen gehabt, weil, ich weiß auch nicht. Soll ich hier nicht irgendwas machen? Huch? 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 Komm, 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 irgendwo kann ich das doch hier einsetzen? Nein, 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 nein. Nee! Ja, weiß mich noch dezent drauf hin, wo der Schlüssel hin muss, danke. Die Winkelgasse. Sieht wirklich so aus.
Was? Du hast nichts zu sagen? Ist sowas aber auch. Ist wirklich die Winkelgasse. Schön. Da soll man ja einen Engerling reinsetzen. Hier so eine Larve. Bah. Das sind ja zwei Gegenstände in der Gitter. Aber ich kann sie nicht durch die Öffnung herausziehen. Klar kannst du das. Mit Spucke und Willen. Das Fass ist durch das Wasser zu schwer. Wenn ich das Wasser ablasse, kann ich vielleicht bewegen. Warum willst du es bewegen? Moment. Ne? Will ich doch drum bitten. Es sind keine Tomaten, es ist alles Blut, was daran gespritzt ist von ihr. You look like strange, like a heretic, but I don't care. My name is Vivian. The vassals of Jacques Le Combray tied me to this pillory. At first glance, Le Combray appears to be just another inquisitor, but he's actually a snake worshipper. He misled and then subdued half of the people in the city. Then, a few months ago, he found a passage to the catacombs under the cathedral. While there, he acquired a source of extraordinary power. Now, he's able to cast a spell on any man, even the most devout. My boyfriend, Pierre, went to find out what Le Combray and his vassals are up to, but I haven't seen him since yesterday. My heart tells me I won't be seeing my darling again. Würde mir stinken, wenn ich du wäre. Ich bin in Frankreich. Oh mon Dieu. Baguette, la garage. Oui, oui. Nachdem ich eine lange und schmale Straße hinuntergegangen bin, entdeckte ich ein Beispiel für mittelalterliche Barbarei. Eine junge Frau namens Vivienne wurde an einen Pranger auf dem Marktplatz gefesselt und mit Müll beworfen. Das sind Tomaten und kein Müll. Zumindest haben sie ihre Entführer noch nicht als Ketzerin verbrannt. Das Mädchen erzählte, dass Jacques Le Combray, der Anführer einer lokalen Sekte, die Stadt terrorisierte. Jacques hat die seltsame Fähigkeit, Menschen seinen Willen aufzuzwingen. Viviens Freund ging um der Sache auf den Grund zu gehen. Aber dann ist er spurlos verschwunden. Ich möchte Vivienne befreien, also muss ich einen Weg finden, um das Seil um ihre Handgelenke zu zerschneiden. Ganz einfach. Wie heißt der jetzt? Hier Jacques Le Combray ist einfach eine Frau. Deswegen kann er, besser gesagt, sie anderen seinen Willen aufdrücken. So sieht's nämlich aus. Und da Frauen sagt nicht, nee, das ist gar nicht so, ich freu mich hier. Nee. Doch. Ich könnte was aus diesem Brunnen holen, leider hat er aber keinen Griff. Oh, dann steckt das Seil durch die Löcher des Eimers. Mann. Pute. So, Notre Dame. Ich muss den Schlamm von dem Medaillon kratzen, so dass ich sehen kann, was da drunter ist. Nutz doch deine Finger. Es ist etwas unter der Haube der Statue, aber es ist zu dunkel da drin, um erkennen zu können, was es ist. That's what he said. Nehmen wir. Das Stück in der Mitte des Puzzles fehlt. Ich muss es finden. Guck in deinem Rektum nach. Wie wär's damit, hm? Bubis! Bubis! Sehr schnell mit dem festgebunden ist. Ja, beiß es durch. Das Heu mit meinen Händen zu durchhaken würde eine Ewigkeit dauern. Ja, dauert voll ewig. Heu mit den Händen zu durchhaken. Der Schmied hat wahrscheinlich diesen Trog dazu benutzt, um Metall abzukühlen. Wenn ich ihn mit Wasser fülle, würde ich dazu in der Lage sein. Okay. Da ist etwas in dem Kamin, aber die Kohlen sind so heiß, ich kann nicht mit bloßen Händen hineingreifen. Nimm das Pferd. Hufeisen. Hammer. So viele Hammer, die wir finden. Hufeisen mit Pferd. Ist nur logisch. Hätte ich beinahe übersehen, die Brechstange. Aber ich bin ja gut. Ich brauche etwas Scharfes, um die Wagenabdeckung zu durchtrennen. Und schon wieder müssen wir irgendetwas zum Schneiden finden. Ist doch zum Kotzen. Nein.
können wir noch hin? Karte. Mechanismus. Eingang zur Kathedrale. Oh, okay. Damit können wir angeblich noch irgendwo hin. Achso. Okay. Ah ja, das stimmt. Schüssel, Hufeisen, Hammer, Brechstange. Nein. Nein. Es ist zu dunkel. Achso, ich brauche was zum Licht. Neben den Eingang der Kathedrale sind zwei Schachteln mit Verkürzungen von ihnen und einem Kopf. Nachdem ich ein Feuerzeug gefunden habe, konnte ich unter den Augen nach einer Selektion holen. X10 ist Taurus. 6 ist Skorpion. Ne, das ist Taurus. Das ist Schütze. Oh Gott. Auf jeden Fall sind Sternzeichen. Nein. Das bringt mir hier nichts. Natürlich bringt mir nirgendwo etwas. Marktstraße. Hier kann ich das Brechen, die Brechstange benutzen. Siehste wohl. Eine Schriftrolle und... Ach, ein Croissant ist das. Natürlich. Wir sind ja in Frankreich. Da liegt überall ein Croissant rum. Eine Gießkanne, Tabakspfeife und Traubenblatt. Eine Taube. Pinsel. Damit können wir wie ein guter französischer Maler malen. Oui, oui. Der Taube. L'oiseau. Ja, la Gießkanne. Ici. Oui, oui. Baguette. Garage. Moi, je m'appelle Malodra. Oh Gott, für einen Franzosen muss mein Name ja schrecklich sein. Liebe Franzosen, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ich mag Frankreich. Ich mag Frankreich sehr. Ich hatte in der Schule auch Französisch. Nur die Grammatik war immer ein bisschen... Ich brauche noch den... ein bisschen... speziell doof. Mit dem Girondiv, Subjonctiv, ganzen Zeitform. Unregelmäßige Verben konjugieren geht ja noch, aber dann mit den ganzen Zeitformen dazu. Ich war nicht so. Aber es ist eine wunderschöne Sprache. Find ich so. Die meisten sind ja eher. Frankreich voll. Scheiße, die ganzen Franzmänner. Nein, ich sehe das nicht so, denn. Ich habe auch, aber ganz, ganz, ganz weit entfernt französische Vorfahren, also, es wäre ja dämlich, wenn ich dann sagen würde, rotes Gewicht. Wo haben wir ein Gewicht? Da. Warum? Naja. Okay. Ihr könnt ja in die Kommentare schon mal schreiben, was ihr von Frankreich haltet. Würde mich mal interessieren, ob hier irgendwelche nicht frankophoben dabei sind, sondern auch so frankophil. Viel nicht unbedingt, aber auch nicht sagen, Frankreich, scheiße, Ja. Vanillepflanze, Schöpfkelle und Geldbörse. Eine Schöpfkelle. Das ist soll Vanille sein, das ist doch hier Sternanis, wenn ich mich nicht irre, oder? Egal. Ich sag da lieber nicht zu. Da ist die Schöpfkelle. Und eine Geldbörse. In welcher Form denn, wenn ich fragen darf? Nee, darf ich nicht. Also ich darf fragen, aber ich kriege keine Antwort. Ach, die klassische Geldbörse zum Aufknacken. Also. Eine Heugabel, damit gehen wir jetzt wieder zu My Little Pony. I used to wonder what friendship could be. Und finden eine Scheibe.
und können sie gleich bei Notre Dame einsetzen. Und es ist ein Drehspiel. Aber kein sehr schweres. Also, nicht, dass sich irgendetwas in Abhängigkeit voneinander dreht. So, ja, das sieht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Das war doch gerade richtig. So. So und nicht anders öffnet sich die Tür von Notre Dame. Wenn es überhaupt Notre Dame hier ist, ist es irgendwie komisch. Ein Tagebuch. Donnerstag. Ich bin dem hässlichen. Donnerstag. Ich bin dem hässlichen Schlangenanbeter Jacques Sur. Kathedral gefolgt. Durch die leicht geöffnete Tür sah ich ihn in den Beichtstuhl gehen und dann war er verschwunden. Er hat sich in Luft aufgelöst, mon Dieu. Nachdem ich mich beruhigt hatte, durchsuchte ich den Beichtstuhl und fand eine Tür zu einem Geheimgang. Eine Mauer aus deinen versperrte den Geheimgang. Wenn man die Steine in der richtigen Reihenfolge drückt, öffnet sich der Zugang. Was ist hier der Hinweis? Stein. Warte, warum kann ich das drücken? Aha. Auf der Fehlseite könnte etwas Wichtiges gestanden haben. Vielleicht habe ich sie in der Zeichnung wieder gezogen. Ja. Okay. Okay. Hier gehört ein Kerzenlaterne. Wo ist der in deinem Rektum? Ein Seil. Ich könnte dieses Seil an etwas Schweres mit meinem Penis und es dann über den Balken werfen. Hufeisen. Zack. Hufeisen. Nehmen. Nehmen. Rüberwerfen. Wo es eigentlich auch gerade schon war. Und nehmen noch eine Schriftrolle. Yippie! Nehme hier noch das Messer, was ich beinahe übersehen hätte. Hier ist der Beichtstuhl. Hier können wir den Stuhl aufritzen, das sieht man doch schon. Nehmen ein Medaillon-Teil daraus. Und ich klaue hier nochmal alles. Irgendwas gehört dorthin. Da ist eine Engelsfigur auf der rechten Seite. Sollte auf der linken Seite nicht auch eine stehen? Ich weiß ja, wo sie ist. Ein Hebel. Ja, die Reihenfolge kriegen wir aus dem Tagebuch heraus. Oh, Entschuldigung, falls ich Spoiler. Es tut mir leid. Ganz fürchterlich leid. Oder so. Hier, jetzt können wir sie abstechen. Halt nicht. Thank you, stranger. Before going to Lecombre's lair, Pierre ran into my shop and asked me to hide a key. I believe it opens his chest. He said he'd followed these sectarians to the catacombs, where he'd acquired something important. After that, he disappeared. I know you're here for a reason. You came from the sky, and you'll find what you are seeking. Ein Schlüssel. Gefangene ist frei, ich habe ein Messer gefunden und Vivienne gerettet. Das arme Ding war mir sehr dankbar, aber auch traurig, dass ihr Freund immer noch vermisst wird. Bevor Pierre verschwand, hat er Vivienne den Schlüssel zu seiner Truhe dagelassen. Er hat wohl etwas Wichtiges darin versteckt. Sie hat mir den Schlüssel gegeben, in der Hoffnung, dass ich dieses Geheimnis lösen kann. Okay. Okay. Warum können wir jetzt schon wieder in Simons Zimmer? Gibt's irgendwas Neues? Nee. Hat mir nicht. War hier noch eine Truhe drin oder so? Dicke Möbel. Irgendwas muss hier drin doch noch sein. Wieder was wir auf einmal rausnehmen können? Nee. 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 Gut, dann. Hier bei Mechanismus müssen wir immer noch was machen. Aber es wird partout nicht gesagt, was? Was? Sage es mir, Weib. Gehen wir erstmal zur Schmiede.
Da wollen wir was rausnehmen, aber haben hier nicht so wirklich was. Hier können wir das noch anzünden. Ach, wir nehmen den Eimergriff, natürlich. Ja, richtig. Ich brauche da. Eimer, Griff, anbinden und Wasser holen. Und mit dem Wasser, können wir jetzt das mit Mühe und Not angefeuerte Feuer vom Schmied ausmachen? Natürlich kannst du den da... Hier kann ich Wasser reinmachen. Das ist ein großer Eimer. Jetzt kann ich etwas den Trog kühlen. Etwas im Trog kühlen. Was Scharfes. Siehst du. Ratze, 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 ratze. Ja, mach schnell. Du sollst da keine Kunst draus machen. So, das ist seine Truhe, also. Klick, klick. Aufmachen. Kohle! Kohle, 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 Kohle. Mein Name ist Pierre, gütiger Fremder. Wenn du dies liest, dann bin ich tot. Jacques Le Combre's Vasallen haben mich umgebracht. Mein Tod wird aber nicht umsonst sein. Bevor die Schlangenanhänger mich gefangen genommen haben, habe ich eine Schlangenfigur gestohlen und unversteckt. Jacques hat eine schreckliche Sünde begangen. Er wollte einen Wasserdämon beschwören, der Schlangenleviathan genannt wird. Mein Freund, lass die Schlangenanbieter nicht diese Figur in die Hände bekommen. Sonst wird etwas geschehen, was nicht mehr in Ordnung gebracht werden kann. Okay. Ja, mein Name ist Pierre. Dieses Buch. Pierre ist tot, aber sein Tod war nicht umsonst. Er konnte vor seinem Tod noch eine Figur in einer Wasserschlange stehlen und in seiner Truhe verstecken. Hat sie etwas mit dem zu tun, nach dem ich suche? Ey, dein Olle ist tot. 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 No. Dann halt nicht. Das klang gerade wie Sanustol. Dann halt nicht. Die Lampe ist mit Öl gefüllt. Bett. Bett. Aha. Jetzt haben wir eine Schüssel mit Öl. Hurra. Eingang zur Kathedrale. Da können wir hier jetzt sicher Öl rüber machen. Oder auch nicht. Abkratzen. Nochmal Glück gehabt. Noch ein Medaillon-Teil. Das kann ich bei Simon einsetzen. Nicht Simon, sondern dem anderen Typen. Karte. Ich bin hier schon richtig. Kerzenhalter habe ich nicht. Ach, Hebel vielleicht? Nö. Schade. Nö. Karte. Hier kann ich auch noch was machen. Aha. Den Hebel. Und jetzt draufsetzen. Was? Simons Zimmer. So. Oh, wir haben beide Medaillon. Ah, ne. Müssen drei sein. Sorry. Excusez-moi, Monsieur. Kathedrale. Fändest du dich? Nee. Du dich? Nee. Da. Habe ich dich gesehen. Ich glaube, an dieser Stelle beende ich jetzt erstmal diese Aufnahme und wir sehen uns gleich oder später wieder und gucken mal, was wir noch für spannende Sachen hier in Frankreich erleben werden. Tschüss.